Alter, ich habe ja eine Wunde an meinem Fuß, also eine Brandwunde, und da habe ich ja so einen Verband rumherum. Es hat sich so angefühlt, als würde jetzt gerade irgendein Vieh auf meinem Fuß herumkrabbeln, aber da ist nichts. Das ist ein bisschen ekelhaft. Ich will jetzt auch nicht wissen, was das genau sein sollte. Na komm. Gib Gummi. Also die 310 PS merkt man dann doch schon. Wenn man die ganze Zeit auf dem Gas steht, dann ist man halt schnell mal ein bisschen zu schnell. Na, komm. Ach, jetzt. Oh Gott. Ja, bei deiner Mutter. Ja, halt's mal da hinten. Tut mir leid, das habe ich nicht gesehen, dass da so eine behinderte Ampel ist. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Einmal normal für 30 Süße. Bitte. Habe ich leider nicht gesehen, aber diese inkompetenten KI-Fahrzeuge sind natürlich auch zu inkompetent zu bremsen. Ja, egal. Ey. Boah. Mann, jetzt kann ich hier wieder warten. Der will nicht einsteigen, oder nicht? Ich glaube nicht. Aber ich habe gesagt, das ist alles auf eigene Gefahr, mit mir mitzufahren. Nee, der will wirklich nicht einsteigen. So, schnell weiter, weiter, weiter. Komm, fahr. Gib Gas! Vollgas, Kickdown. Bringt sich gerade nicht so viel. Du bist schlecht. Im Bett, Allah. Jetzt habe ich dir gegrillt, Mann. Ja, es sind ja auch deine alten Beine, nicht meine. Ich kann so fahren. Danke, Handy. Guten Tag. Guten Tag. Einmal normal. Das ist hier. So, sie hat es mir sogar genau gegeben. Ey, das finde ich sozial. Ich verstehe auch diese Ampel nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe sie nicht. Ach, scheiße, Mann. Ja, halt's mal. Vorhin habe ich echt keinen einzigen Unfall gebaut. Jetzt, wenn ich wieder aufnehme, ist es immer das Gleiche. Ich baue immer einen Unfall. Aber ich nehme auf, oder? Ja, doch. Also, wenn ich jetzt nicht aufgenommen hätte. Ach, Mann. Schrecklich, Alter. Schrecklich. Ich bin einfach zu blöd zum Bus fahren. So, schnell los. Ey, diese Busampeln, die sind halt echt nie lange grün. Beziehungsweise bleiben nie lange ein Punkt. Denn grün sind sie ja nicht. So, weiter geht's. 60, gut. Ich rechne meistens immer so 10 km/h drauf. Das heißt ungefähr 70. Ja, ich bin komisch. Ich weiß, das ist einfach dann noch viel zu schnell, aber das juckt mich nicht so. Will der mit? Willst du mit, mein Kind? Ja, okay, dann steig ein. Hallo. Hallo. Einmal Schüler, bitte. Einmal Schüler. So. Ja, genau. Zahlt mit 10 Euro. So und danke. So. Bitte. Ach komm, genau jetzt wird diese scheiß Ampel wieder rot. Mann. Dann warten wir. Und warten. Und warten. Fahr mal ein Stückchen nach vorne. So. Und wir warten wieder. Ach, das ist echt spannend. Ich hoffe mal auch, das fällt mir zu nebenbei auf, dass im Lotus diese Autos einen schöneren Sound haben. Die hören sich halt so hässlich an.
recht fährt man das, ich schätze mal schon. Also die hört sich echt nicht geil an, muss ich dazu sagen. Ich hoffe mal, es ändert sich alles eigentlich. Obwohl das ja schon, normal ist ja der Lotus dann ein moderner Bus-Simulator und beziehungsweise, ich habe keinen Unfall gebaut. Ja, ich weiß, danke. Ich hoffe, die Straße ist wirklich zweispurig. Ist das schon richtig mit der Ansage? Nee. So, der Lotus ist ja eigentlich mit so ein ÖPNV. Simulator, also öffentlicher Personennahverkehr. Simulator, keine Ahnung halt. Also da gibt es ja Straßenbahn, U-Bahn, S-Bahn. Wo S-Bahn ist ja Straßenbahn, oder? Keine Ahnung, ich kenne das alles nicht. Sonst fahren halt nur Busse. Ach so, noch ein zweiter. Ja, bei uns fahren halt nur Busse. Hallo. Hallo. Und sonst nichts. Es ist eine Busampel, ne? Ich glaube schon, ja. Ist egal, ich fahre einfach mal, ne? Hat keiner gesehen, falls das falsch gewesen wäre. So, Kreuzung Sprackel, okay. Geiler Name. Hallo. 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 Wie viele haben wir jetzt eigentlich im Bus? 1, 2, 4, 9. Okay. Gut, wir haben 4 Leute im Bus. Ach, diese Ampeln, das ist so geil. Das ist ja wie in ETS oder ATS. Das sind auch immer gerne mal rot. Obwohl im Multiplayer fahre ich eigentlich immer drüber. Da das sowieso keinen Sinn hat, da ist ja keine KI. Multiplayer gibt. Danke. Ich weiß, dass ich scheiße fahre. Da gibt es bestimmt irgendwo so ein Fragebogen im Bus, da könnt ihr das ausfüllen und dann irgendwo reinpacken und das ist dann für das Verkehrsunternehmen so ein Feedback, so ein kleines. Also das wäre halt wirklich so behindert. Wenn du in echt halt, oh ne, da fahren wir noch drüber. Wenn du halt in echt so ein Busfahrer bist, der halt wirklich nicht gut fahren kann, und da gibt es halt solche Fragebögen, so Feedback für das Verkehrsunternehmen. Und bei den meisten Busfahrern ist das halt positiv, nur bei dir ist es immer negativ. Das wäre nicht so gut. Noch dazu, wenn da als Grund drin entstehen würde, immer, der fährt immer mit Kickdown oder so. Eine Kurzstrecke und genau, zahlt mit 10 Euro, perfekt, so mache ich das. So, dann hört ihr hier, zack, zack, bitte. Immerhin beschwert sie sich nicht wegen diesem vielen Kleingeld. So, ich mache meine Minute nach vorne, dann machen wir hier auch nochmal. Scheiß drauf, wir machen hier eine Minute nach vorne und fahren jetzt schnell weiter. Ich hoffe mal, du steigst hier nicht ein. Oh Gott, das war wieder so knapp. Danke, ich weiß. Oh Gott, immer, es leckt halt auch immer wirklich an dieser Stelle. Ist mir aufgefallen, auch vorhin. Ja, mir ist was aufgefallen, tatsächlich. Verstehe nicht, wer diese Straße gemacht hat. Ich verstehe es nicht, ich will es nicht verstehen, ich kann es nicht verstehen. Gibt es sowas in echt eigentlich überhaupt? Das ist ja einfach so behindert. So. Morgen. Morgen. Hallo. Hallo. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke. So. Zack, zack, zack. Bitte. So, wir dürften eigentlich auch gleich da sein, oder? Mal schon. Dann seid ihr offiziell entlassen. Und müsst euch nicht mehr diesen Scheiß anschauen, was ich hier mache. Wahrscheinlich tut das sowieso keiner.
So, geil, es laggt überhaupt nicht, die Ampel bleibt bitte grün, dankeschön. Abonniere mich. Irgendwie hat der Retard ein bisschen komische Geräusche gemacht. Hallo. Ich glaube, die ist ein bisschen abgekackt. Ey, die Verkehre ist so. Zack, 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 zack. Nee. Wollte dir einfach mein Kleingeld geben. Scheiße, wir sind wieder zu früh. Da gibt's einen Trick, der nennt sich Trick 987. So, und schon sind wir wieder besser dran. Besser, aber auch noch nicht gut. Jetzt sind wir schon wieder eine Minute zu früh. Ach, Mann, ey. Ach nee, da bleibe ich nicht stehen. Hab keinen Bock. Gleich meckern sie wieder. Gleich, jeden Moment. Ach so. Ja, das ist dann doch schon die Endhaltestelle. Gut. Finde ich nett. So, hier kommt eh keiner. Gut. So, nichts mitnehmen. Das wäre ganz gut. Sagte er und fuhr wieder mal irgendwo dagegen. So, Motor ab. Perfekt. Das ist toll. Sind sogar noch ein paar Leute mitgefahren. Ja, genau. Genau. Geht durch den Bus. Das wäre in echt sicher vorteilhaft, aber das geht halt einfach nicht. Leider Gottes nicht. Ach gut, dann würde ich wieder mal sagen, ich hoffe, es hat euch diese wahrscheinlich zwei Folgen gefallen. Und ja, wie immer, würde ich mich über Like, Kommentar, über alles freuen. Auch sehr gerne über ein Abo und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.